In den letzten Tagen hat es sehr viel bei uns geregnet und das ist sehr heilsam gewesen, vor allem für die Pflanzen. Die haben einen richtigen Wachstumsschub bekommen und das möchte ich euch erstmal in dem Video auch noch zeigen, wie sich so der Salat entwickelt hat. Die ersten Aussaaten, zum Beispiel von den Möhren und den Kartoffeln, die sind auch schon ausgesprießt. Und natürlich auch bei diesem Wetter habe ich so einige Probleme mit Schnecken. Da habe ich, ja, möchte ich einfach mal so ein bisschen die Schäden zeigen, was die so angefressen haben, welche Maßnahmen ich dabei getroffen habe. Und noch einiges weiteres möchte ich euch ein bisschen so in dem, ja, Gartenrundgang oder einfach im Garten Anfang Mai euch mitteilen. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und hier auf der Terrasse fangen wir gleich mal an. Und hier kann man schon ein bisschen sehen, dass der Salat, den ich zum Beispiel pikiert habe, ein bisschen angefressen ist. Es hat wegen den Schnecken gewesen. Und das ist halt grundsätzlich so, dass es sind halt Jungpflanzen und erst wenn sie halt richtige Wurzeln bilden, bisschen dunkelgrüneres Grün entwickeln, dann meiden halt für gewöhnlich die Schnecken die Salate etwas sehr. Was ich auch im Internet gelesen habe und was meine Erfahrungen auch gezeigt haben, ist, dass so roter Salat die Schnecken nicht so gerne mögen und den halt überwiegend meiden. Also komplett roten, da habe ich auch welche im Beet, die sind wirklich ungefressen. Die habe ich jetzt zum Beispiel im Hochbeet oder auch an verschiedenen anderen Stellen. Aber das waren jetzt hier die Salatköpfe direkt am Beet. Hier an der Hauswand geht es dem Salat einigermaßen gut. Da sind jetzt wenige angefressen von den Pikierten. Und da werden wir jetzt einfach schauen, dass wir dann die Salate von der Stelle wegnehmen und sie dann an einen sichereren Ort stellen. Also hier könnt ihr jetzt so einen roten Salat sehen, der wächst hier auf dem Hügelbeet und hier kann man ganz gut sehen, also da gibt es halt mehrere Prinzipien, warum die Schnecken jetzt nicht so hierher kommen. Wie gesagt, okay, der Mulch, der verlockt natürlich die Schnecken, dass die sich unter den Mulch verkriechen, das ist natürlich so eine, ja, so ein kleiner Nebeneffekt, aber keiner meiner Salate hier auf dem, ja, Hügelbeet oder hier an der Seite, die ganzen Salate, die sind kaum angefressen. Das liegt einfach auch daran, wegen den Zwiebeln. Also Zwiebeln, Knoblauch und andere Gewächse, die mögen einfach den Geruch von denen nicht. Und wenn man jetzt so diese Mischkultur macht mit Zwiebeln, Knoblauch, dann oder Thymian, glaube ich, mögen die auch nicht. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Dann kommen die eher weniger und meiden den Salat, was ich, ja, sehr schön finde. Und ja, das ist zum Beispiel ein Tipp, den man machen kann. Mischkultur mit Knoblauch und Zwiebeln. Was auch sehr gut funktioniert, ist das hier. Das ist der Rhabarber. So ein paar Blätter, weil jetzt Rhabarber-Saison ist. Und was man halt auch machen kann, ist einfach den Rhabarber einfach irgendwo aufs Beet legen. Holzbretter gehen natürlich auch, weil es halt da unten sehr feucht ist und die mögen halt die Rhabarberblätter, haben einen guten Unterschlupf. Und so kann man halt dann die Schnecken, wenn man sowas zwischen dem Beet legt, einfach mal, ja, sammeln und dann woanders hinbringen. Also das habe ich auch gerne gemacht. So kann man die Rhabarberblätter sehr gut benutzen. Hier könnt ihr jetzt auch ein gutes Exemplar sehen von einem Salat, der jetzt wild aufgegangen ist. Der wächst jetzt da unten zwischen dem Hochbeet. Aber auch viel interessanter ist das, was im Hochbeet wächst. Der Salat hat wirklich einen Wachstumsschub bekommen. Auf beiden Seiten. Wunderschön. Auch hier hinten an dem Beet wachsen die Salate prächtig. Und hier genauso. Der Salat hervorragend am Wachsen und hier auch wieder die Mischkultur mit
Zwiebeln. Habe ich aber auch deshalb gesetzt, weil wir Möhren dazwischen mit reingesetzt haben. Aber hier werden die auch weniger angefressen. Und hier habe ich jetzt auch zum Beispiel einen kleineren roteren. Und hier, der muss noch ein bisschen dunkelgrüner werden, dass er halt kräftiger wird. So, jetzt befinden wir uns hier im Gewächshaus. Und da haben wir jetzt ein bisschen aufgeräumt, weil wir jetzt schon angefangen haben, natürlich das Gewächshaus zu bepflanzen. Hier an der rechten Seite haben wir jeweils so drei Reihen Tomaten, also pro Reihe drei Pflanzen reingesetzt. Dazwischen, weil wir nicht so viel Platz haben, haben wir die Tomatenpflanzen jetzt hier in den Kisten reingesetzt. Und da möchte ich auch gerne hinweisen, wenn jemand bei mir in der Nähe wohnt, oder ich versende auch gerne die Tomatenpflanzen an Menschen, die sie unbedingt haben wollen, weil ich wirklich sehr viele habe. Ihr könnt mich gerne anschreiben per E-Mail oder auf weiteren Social Media Plattformen, wo ihr mich finden könnt, auf Telegram oder wo auch immer, auch hier auf YouTube. Schreibt mich einfach an, ich schicke euch gerne die Pflanzen oder ihr könnt auch gerne vorbeikommen und ja, euch ein paar Tomatenpflanzen mitnehmen. Die Sorten habe ich ja mal in einem Video vorgestellt. Hier drüben auf der linken Seite habe ich Chilis, Auberginen und Paprikas reingesetzt. Und hier muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen schauen wegen Schnecken, weil die jetzt vermehrt an den Pflanzen rumknabbern und an die Paprika. Und dann muss ich jetzt einfach mal schauen, dass die ja, Pflanzen gut heranwachsen. Hier draußen bei der Wildblumenwiese am Rand zur Garage meiner Eltern habe ich dann gestern entdeckt, dass die Pfirsich die Kräuselkrankheit bekommt. Also die Blätter verkräuseln sich hier so an ein paar Stellen. Finde ich jetzt persönlich nicht ganz so schlimm, auch wenn ich die Mischkultur mit mit Knoblauch gemacht habe. Also ich habe Knoblauch gesteckt, um das vorzubeugen, hat aber das danach bekommen. Was ich gemacht habe, ist, dass ich einfach ja, effektive Mikroorganismen auf die Stellen gesprüht habe oder allgemein auf der ganzen Pfirsich. Aber ich habe auch mit Nachbarn geredet. So schlimm finden die das jetzt nicht. Viele Pfirsichbäume haben die Kräuselkrankheiten und die haben trotzdem jedes Jahr wunderbare Früchte. Also finde ich jetzt nicht so tragisch und ja, schaue ich einfach, ich versuche weiterhin Bokashi und guten Boden aufzubearbeiten und dann sollte eigentlich diese ja, Krankheit in dem Sinne ja, ein bisschen zurückgehen. Wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn wir meine eigenen Erfahrungen machen. Sonst wachsen hier schön die dicken Bohnen. Die kommen auch schon in Blüte. Da sind einige rausgekommen. Hier auch. Die Kiwis, die müssen jetzt noch mal ein bisschen ranwachsen. Das ist jetzt die weibliche Kiwi. Weiß nicht, wo hat sie. Die hat hier einen Seitentrieb bekommen. Irgendwo hier. Hier. Da wächst sie so ein bisschen ran. Hier an der Seite ist er jetzt so ein bisschen kühler. Muss ich dann schauen, ob die kommen oder nicht. Das war immer so ein bisschen schwierig, die ran anzusiedeln. Aber sonst, was mich auch sehr gefreut hat, ist das hier. Die Phacelia ist gekommen. Und hier. Die Traube hat schon ihre ersten Früchtchen. Kommen wir noch zum Abschluss vom ja, Rundgang hier bei meinen Eltern im Garten noch zu den Kübeln. Und hier kommen schon die ersten Möhrchen heraus. Die habe ich jetzt hier in den Kübel reingesetzt und da kommen schon die ersten Keimlinge, was mich sehr freut. Unten auf dem Feld kann ich dann euch auch ein paar zeigen. Das freut mich jetzt, weil die Temperaturen warm genug sind. Was man hier jetzt auch noch in den Kübeln sehen kann, ist wild aufgegangene Sonnenblumen, die wir eigentlich nicht setzen wollten. Wir haben hier eigentlich weißen Radieschen, nennt man die. Das sind so Eiszapfen reingesetzt. Das sind jetzt die hier. Die sollten eigentlich rauskommen und Petersilie noch vom letzten Jahr, die auch schon sehr stark und buschig gewachsen ist. Und die Feigen haben sich jetzt auch ein bisschen vom Frost erholt und kommen jetzt auch so langsam. Und das ist jetzt die Nektarine und die hat keine Kräuselkrankheit.
das macht mich sehr glücklich. Hier hinten am Beetende oder beziehungsweise am Feldende habe ich jetzt zum Beispiel gelbe Möhren ausgesät. Und hier kommen die ersten Keimlinge. Also überall, wo ich Möhren ausgesät hat oder rote Beete, die kommen so langsam raus. Also es ist jetzt endlich warm genug. Auch durch den Mulch kommen sie so ein bisschen durch und das freut mich wirklich sehr. Und weiter an der Seite hier drüben zum Beispiel, da wächst jetzt auch ziemlich schön der Spinat. Kann ich auch mal ein bisschen näher hingehen. Hier. Der Spinat, den ich letztes Jahr ausgesät habe. Hier, die rote Beete möchte ich hier natürlich auch nicht vorenthalten. Hier in dem Beet, wo früher die Kartoffeln gewachsen sind, also letztes Jahr, hier kommen die raus. Und ich weiß deshalb, dass hier Kartoffeln drin gewesen sind, weil ich sie ja erstens angebaut habe und zweitens kommt hier eine Pflanze mit raus. Und dann, wenn ihr noch draußen euch das hier zeigen, hier an den Dämmen, was ich da jetzt noch ein bisschen vorhab. Und da sind auch Kartoffeln rausgekommen. Also hier ist jetzt eine Kartoffel rausgekommen. Ich glaube, das ist Blue Congo, der blaue Schwede, der schon mal rausgekommen sind. Ist hier vorne, glaube ich, auch da eine Kartoffel. Also die kommen jetzt so langsam. Und was ich jetzt hier so mit den Gerüsten hier vorhabe, da werde ich noch in der Mitte einsetzen. Und zwar möchte ich zwischen den Dämmen möchte ich gerne Buschbohnen reinsetzen. Also das heißt, ja, einfach so Mischkulturpartner, vor allem weil sie ja Stickstoff auch in den Boden reinbringen und die ja auch die Kartoffeln sozusagen mit fördern. Dann möchte ich noch in der Mitte ein paar Stecken reinsetzen, Faden dran machen und sozusagen ein kleines Klettergerüst für die machen. Die ranken ja nicht so hoch und ist einfach so testweise. Ich werde auch Buschbohnen einfach so überall mit reinsetzen. Jetzt sind wir hier unten am Folientunnel angekommen und hier sind jetzt zum Beispiel zwei Melonen, die angefressen worden sind von Schnecken. Hier ein bisschen an der Seite und der wird ein bisschen stärker leider angefressen. Muss ich auch schauen, also für gewöhnlich sind es wahrscheinlich unter dem Mulch, weil es da recht feucht ist. Aber solange die mir nicht die ganzen Seitentriebe wegfressen und dass die Pflanze sich auch erholt, es ist jetzt nicht ganz so schlimm, es sind nur ein paar Pflanzen. Was ich halt auch gemacht habe, ist, dass ich Urgesteinsmüll drumherum gelegt habe. Das kann man halt machen, weil die Oberfläche nicht so mögen, wenn man das dick genug aufträgt. Oh, Sägespäne geht zum Beispiel auch. Und weil ich halt gelesen habe, dass sie den Geruch von Knoblauch nicht mögen, habe ich dann auch hier ja einfach an den Seiten so ein bisschen eine, ja, Knoblauch klein geschnitten, Zwiebeln klein geschnitten und die dann auch hier so ein bisschen verteilt. Und ich hoffe, dass die Pflanze sich jetzt auch langsam erholt. Sind ja auch widerstandsfähig und sollte eigentlich nicht so schlimm sein. Jetzt bin ich hier hinten bei den Gurken, bei den Netzen. Und hier, die sind jetzt auch alle ziemlich gut herangewachsen. Die habe ich jetzt auch schon gesetzt. Die überstehen auch die Nacht ziemlich gut. Kleinen Gurkenpflanzen. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel eine Pflanze, die wurde am Stiel angefressen. Hier direkt am Trieb und die wird halt wahrscheinlich nicht durchkommen. Hier beim Salat, der ist halt auch ein bisschen angefressen und ein Merkmal ist halt, dass man aufpassen muss, weil Schnecken mögen halt so schimmligen Geruch oder was schimmelt. Das möchten die halt beseitigen und hier können wir genau eine Schnecke sehen. Wie gesagt, Schimmel, die sind halt sozusagen die, ja, Polizei in der Natur. Die wollen halt schlechtere Pflanzen beseitigen und einen Ausgleich schaffen. Also Schnecken sind ja nämlich von Grund aus böse, hat ja seinen Grund, warum sie da sind. Und ja, ist halt ein bisschen ärgerlich, aber dann nimmt man sie und sammelt sie einfach ab und bringt sie woanders hin.
Also hier noch an der Seite, bei dem Weg, da habe ich noch diesen roten Batavia-Salat und der hat überhaupt keine Bissspuren, null. Und ja, das zeigt mir einfach, dass man halt mehr solche, ja, einfach Kulturen anpflanzen sollte, die Schnecken nicht so gerne mögen. Und ja, sonst, habe ich ja bereits erwähnt, haben sie auch ihre Berechtigung, warum sie hier sind. Ja, und ja, einfach absammeln. Das ist halt, ja, wenn es halt so regnet, dann sammelt man die einfach ab, sucht ihre Verstecke und das hat sich dann die Sache. Es gibt natürlich noch viele weitere Möglichkeiten, um ja, Schnecken natürlich zu bekämpfen. Einerseits kann man zum Beispiel sich Laufenten holen, die fressen die gerne ab, laufen rum. Muss man auch aufpassen, dass sie halt auch ein bisschen an den Salat rumpicken. Das kann man dann auch nicht vermeiden. Was auch hilft, ist zum Beispiel im Baumarkt gibt es so Kupferzäune oder irgendwie so Kupferdrähte oder was weiß ich, was es ist. Die mögen halt das Kupfer nicht, weil die halt elektromagnetisch aufgeladen sind und das mögen zum Beispiel die Schnecken auch nicht. Und sonst muss man halt auch ein bisschen auf die Gerüche aufpassen, also Fauliges oder so Brennnesseljauche. Ja, es lockt die halt mehr an. Und was auch sehr wichtig ist, dass man halt morgens eher gießen sollte, weil Schnecken so ziemlich ein bisschen nachtaktiv sind, anstatt am Abend. Das ist auch so ein weiterer Tipp. Und ich habe auch im Internet gelesen, dass es zum Beispiel Bierfallen gibt, die man nutzen kann. Habe ich auch schon mal ausprobiert. Aber da sollte man halt aufpassen, da lockt man auch Schnecken im Umkreis von 100 Meter an und die werden wahrscheinlich nicht alle ertrinken und da muss man halt aufpassen, das kann auch schnell nach hinten losgehen, aber da soll halt jeder selber seine Erfahrungen machen. Und was ich auch jetzt, ja, das ist so ziemlich das, was ich euch zum Thema Schnecken mitteilen möchte und was man hier noch sehen kann. Die Tomaten, die wachsen auch alle wunderbar, gefällt mir alles so schön grün. Viele haben die Kälte gut überstanden, was ich jetzt auch zum Beispiel bei 5-6 Pflanzen habe ich das mitbekommen, dass dann die kalte Luft sie doch ziemlich stark versetzt hat. Ich habe dann Stroh drumherum gelegt und ein Vlies drum und die erholen sich. Also am Anfang waren die komplett schlaff, hatten so Frostbrand, aber da sieht man schon so einige Seitentriebe, die kommen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Pflanze und ja, Tomaten, die sind sehr widerstandsfähig, also die wollen wachsen, also nicht aufgeben. Gibt immer Situationen, wo man denkt, ach, die Pflanze kommt nicht und dann kommt sie wieder. Also Hagel, Hitzeschäden, Frostschäden hatte ich alles schon. Einfach abwarten, Geduld und Harmonie, dann kommt schon alles. So, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr auch dem Video einen Daumen nach oben geben und meinen Kanal auch kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. So werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und bitte empfehlt doch auch meinen Kanal Freunden, Familien und Bekannten. Hilft mir einfach, dass der Kanal weiter wächst, dass ich weiterhin für euch ja, dieses Projekt fortführen kann, euch ja, auf den Laufenden halte und wir gemeinsam ja, in der Natur so ein bisschen tätig sind und einfach einen Wandel schaffen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.